Hey, was seid ihr denn für welche? Redguard Woman? Und ihr zwei seid Arik Warriors. Nö. Bin ich krank? Wenn die sowas sagen, ist das... Oh ja, ich bin krank. Hab ich denn einen Trank der Nichtkrankung? Natürlich nicht. Okay, jetzt wird die Sache unangenehm. Ich bin krank und brauche einen Heiltrank. Eigentlich wollte ich jetzt mit denen mitschleichen. Aber die Krankheit macht es schwer, weil so eine Krankheit, die sollte man heilen. Verdammt. Und zwar schnell. So eine Krankheiten können einen wirklich umbringen. Naja, sie töten dich nicht direkt, aber du kannst praktisch dich nicht mehr bewegen und so. Also ich war schon von so vielen negativen Effekten belastet, dass ich wirklich nicht mehr laufen konnte. There is much beauty in this place. Ja, durchaus, durchaus. Einiges. Ja, schöner Ort hier. Okay, sage ich zu oft. Das Abbiegen gefällt mir nicht. Bin ich nur auf Kurs? Ja, sieht super aus. Sieht kalt aus, aber super. Und in so einem Ort schaffe ich es bestimmt, mir ein bisschen was zu verschaffen. Und wenn ich irgendwo einen Holzklotz nutze, Holz hacke und das dann verkaufe. Ich werde vielleicht eine ganze Weile Holz hacken, aber das macht dann nichts. Vielleicht sollte ich zuerst dann einen warmen Wintermantel holen oder sowas. Ja, ich glaube, das wäre das Beste. Okay, wir kommen langsam wieder zur Zivilisation. Oh. Ja, das funktioniert also. Jetzt hör mal wieder auf damit und zeig mir, wie du schwebst. Nee, jetzt geht sie wieder. Sehr merkwürdig. Sie macht Fußabdrücke im Schnee. Wunderschöne Fußabdrücke. Naja, wenn sie eine Fackel in die Hand nehmen würde, könnte man es, glaube ich, besser sehen. Los, Mädchen, Fackel. Diene mir. Gehorche. Na also. Sieht man die Fußabdrücke? Ja, nicht in jedem Schnee, glaube ich. Da sind sie, eindeutig. Fußabdrücke funktionieren. Naja, zumindest so halbwegs. So, meine Hübsche. Okay, wir wollen jetzt hier niemanden niederknüppeln. Und das kannst du die eine Facke auch durchbrennen lassen. Ach, alles nur zum Stehlen, zum Stehlen. Hopp, 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 hopp. Exposure has increased. Ja, mir wird langsam kalt, ich merk's. Aber ist noch keine Gefahr. Und die Klamotte sieht doch nicht so kalt aus, wie ich anhabe. Das geht eigentlich. Vielleicht noch ein Kopfschutz, Handschuhe. Und sie müsse es ganz gut aushalten bei dem Wetter, solange sie in der Stadt bleibt. Naja, das dauert wohl noch ein Weilchen, bis wir uns vernünftig bewegen können in Skyrim. Wieso dauert das Laden verdammt nochmal so lange? Das verstehe ich nicht. Habe ich Kapu? Ja, habe ich ausgetrunken. Okay. Ach, der Rassismus hier. Imperial Spies? Ja. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Oh. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell Wieso? Us to leave? Nein.
Ich hab nichts gegen Dunkelelfen. Come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. Also was willst du jetzt von mir? Hä? Looked like those nerds were giving you trouble. Ja, das kann sein, aber das will ich nicht sagen. Why would anyone think you're a spy? Kann ich schweigen? Ja, kann ich. Tap. Ja. Die Kommentare fand ich zu doof, die wollte ich nicht sagen. Ich habe keine Axt. Ich bräuchte eine Axt. Ist es Nacht? Kann ich die klauen? Die kann ich mitnehmen. So oder so. Los, Holz hacken. Ja, ja, ich kann noch ein bisschen Holz hacken, bis ich tot umfall. Habe ich wenigstens ein bisschen was zum Verkaufen. Holzscheite. Ja, ich kann mir vorstellen, die das hier zwei, dreimal machen zu lassen. Falls sie nicht vorher erfriert. Ja, los, mach schon. Oh, ich werde ganz schön schnell kalt. Was ist das denn? Oh, ich habe einen Frost-Effekt auf mir. Ja, mir wird langsam kalt. Na los, einmal noch schnell. Und dann gehen wir rein. Suchen wir uns eine warme Unterkunft. Oh, langsam werde ich bammelig. Nicht, dass ich das dann nicht mehr schaffe. Nee, genug, hör auf. Wir gehen ins Warme. Ich will hier nicht erfrieren. Alles nur das nicht. Ich schleiche mich nicht Ewigkeiten durch irgendwelche, naja, Gebirge, um allen möglichen Viehzeug aus dem Weg zu gehen und erlege einen Skiver heldenhaft, um dann blöderweise beim Holzhacken zu erfrieren. Sowas kommt nicht in Frage. Oh ja. Das ist gut. Aufwärmen. Ja, das ist ein richtiges Survival Skyrim. Hier muss man gucken, dass man überlebt. Man kann natürlich auch einfach in Kauf nehmen, ständig zu sterben, neu zu laden, irgendwo anders hingeworfen zu werden, aber man kann auch langsam anfangen. Man wird sozusagen in eine einfachere Rolle hineingedrückt. Du kannst natürlich versuchen loszustürmen, aber du wirst ziemlich auf die Nase bekommen. Ist doch auch möglich. Ja, man müsste die Wege etwas sicherer machen. Aber theoretisch geht das. So, wie sieht's eigentlich aus hier? Ich könnte noch ein bisschen Mods machen. Ja. Welcher wäre denn noch? Ja, Frostfall mal einstellen, richtig? Ne, mach ich später. Hunterborn war ich fertig. So, hier ist alles an. Tweaks. Realistic. Also noch mehr. Knives and Merchants. Ja, Jagdmesser darf es auch beim Händler geben. Wieso? Gibt es ein Embargo oder ein Handelsverbot für Jagdmesser beim Händler? Use Animation for Action Animal Bounty Pack of Foraging. Ja, bitte. Wieso nicht? Wenigstens der. So, Hotkeys. Achso, ja. Forage und Scrimshaw. Scrimshaw, wieder mal Forage. So soll es sein. So. Und Corporal Dragons auch. Ups. Das war falsch. Und jetzt lässt er uns hier nicht mehr zurück. Gut. So. Wir kommen der Sache näher. Der hat mir gerade gesagt, ich soll ein bisschen was essen und trinken, ne? Das kann ich auch gleich noch machen. Ein kleines bisschen sollten wir haben.
Oh ja, ein Stück Käse. Ein Apfel. Oh, reicht schon. Gut. Und du stellst dich jetzt gefälligst mal vor den Ofen, direkt vors Feuer. Na los, mach schon. Genau. Jetzt genieß die verdammte Wärme. Direkt rein. Am besten springst du auf das Feuer, damit du nicht so lange brauchst, bis du wieder aufgewärmt bist. Ich muss noch ein bisschen Holz hacken. Wer weiß, wie kalt das hier nachts wird. Und wenn ich Glück habe, schaffe ich genug Kohle, um mir ein Bett zu leisten. Oh Mann. Kaltes Land. Oder eine Mütze. My heart goes out to Clan Shadowshield. Kin murdered, family Warhammer stolen. There's no fairness. Ja, es tut mir leid für dich, mein Freund. Das klingt fast wie einer dieser Quest-Aufdrängler. Nicht unbedingt der freundlichste Typ. Okay, wir haben erfolgreich Holz gehackt. Und es ist noch nicht kalt. Das könnte ich auch noch auf das N setzen, dass das dann mit angezeigt wird, wenn mir kalt wird. Tut mir leid, ich habe nur mal eine etwas, wie soll ich sagen, kriminelle Natur. Oh, das ist ja interessant, das Menü hier. Er zeigt mir an, was ich machen kann, so wie es aussieht. Als Rouge kann ich mit Heavy Armor nicht so viel anfangen. Was sind diese Faustdinger? Practice Arrows. Na, so ein Mitzmo. Nee, bitte. Hier fehlt das Bild. Nun ja. Ach doch, da unten war es ganz klein. Hier unten, da. Das ist wegen dem Griff. Da, wow, und hinten kann man ja interessant drehen. Okay. Ja, das ist ein Schwert, eindeutig. Vom Verhalten her. Nun ja. Dann Bekleidung? Irgendwie gar nicht, ne? Na, was erwarte ich auch für warme Bekleidung, wenn ich ein paar Barren klaue? Ein Kochtopf. Ja. Tinderboxen kann ich auch herstellen? Okay. Irgendwie kann ich nichts herstellen, was ich jetzt wirklich gebrauchen könnte. Eine Laterne. Okay. Ein Kochtopf. Okay. Ein leichter Schild. Den könnte ich vielleicht auch noch gebrauchen. Den kann ich noch herstellen. Ja, das mache ich auch. Dann habe ich wenigstens ein Schild. Suchen wir es noch. Übungspfeile. Nö, das bringt's nicht. Nee. Aber das war's erstmal. Hier soweit. Okay. Ein Hund, der aufpasst, dass ich nicht klaue. Super Hund. Alles durcheinander, weil ich darf nichts klauen. Hund mit super Augen. Ne? Ne, Hund sieht alles, Hund weiß alles. Ach so, Hund wache sowieso. Don't cross me, Elf.
Wie heißt du? Windhelm, den kriege ich hier nicht weg. Nee, die wollen nichts und ich erfriere schon wieder. Ja, das wird ja noch zur Gewohnheit, das Rein- und Rausgerenne. Nee, ist schon gut, ich will nur ans Feuer. Hier ist eine furchtbare Kälte draußen. Liegt hier ein Lehrbuch? Adanatos Buch. Nee, macht nicht, Palin. Wieso dimmt das immer noch? Eigentlich sollte das Dimm jetzt aus sein, wenn ich das gelesen habe. Ach ja. Werde ich schon noch irgendwie in den Griff kriegen. Ich werde jetzt erstmal einen kleinen Quicksave machen und überlegen, wie es weitergeht mit unserer Phoenix. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao. Vielleicht mache ich nachher noch eine Runde. Bis dann. Tschüss. Hihi.